Nacht geht wieder los. Heute endlich mal mit Oliver Welke, kurz mal vom ZDF geklaut. Und mit dem Profi-Nörgler, Bauernhofkind und Comedian Dietmar Wischmeier. Top Music from America von Ingrid Andres. Und meine momentane Lieblingsrentnerhymne gibt's auch noch von Uwe. Viel Spaß. Leute, ist das schön. Ich freue mich so auf unseren ersten Gast. Ich habe über Jahre rumgebaggert, dass er doch bitte endlich mal zu mir kommt in den Shelly. Angefangen hat seine Karriere als, ich würde mal sagen, Wurstgesicht wäre ein bisschen hart zu sagen, aber ich sage mal als Kindermodel für Wurst, könnte man sagen. Später, viele Jahre später, hat er mit seinem Kollegen Olli Kahn die wichtigsten und größten Fußballspiele moderiert. Seit 14 Jahren ist er der Chef der Heute-Show. Begrüßt mit mir den ungekrönten Satirekönig Oliver Welke! Sag ich eigentlich Olli? Ja, bitte. Oder Oliver sagt gar keiner, oder? Manchmal meine Mutter hat gesagt, wenn sie böse war. Oliver. Oliver. Gefahr ist im Verzug. Genau. Ah ja, okay. Aber man sagt Olli, ne? Olli, na, wir machen Mensch, mal ja, so. Komm. Wir haben uns, glaube ich, als wir uns zuletzt gesehen haben, das war ein anderes Erdzeitalter. Ja, reden wir gleich noch drüber. Olli, wollen wir reingehen in die Ja, Bahn? Sehr gerne. Natürlich weißt du, bin was ich gar nicht wusste? Ja, wenn du schon mal da bist, lass ihn bloß, lass ihn nicht wieder raus. Ich wusste gar nicht, dass du in Bonn lebst. Ja. Warum? Weil meine Sendung, die heute schon in Köln produziert wird, und wir dann nicht mehr in Berlin bleiben konnten, weil das war dann irgendwann nicht mehr möglich mit dem ständigen Hin- und Herreisen. Das heißt, du lebst jetzt in Bonn, und als du damals aufs Amt gegangen bist, hast du mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr lustig, da haben die Leute auf dem Amt in Bonn, du kamst aus Berlin, muss ja, man dazu 14 sagen. Jahre Berlin, dann Bonn, und dann hat der Mann im Einwohnermeldeamt, der Beamte hat uns ausgelacht. Hat das so eingetragen, von Berlin nach Bonn freiwillig. Und ich sagte, Sie wohnen doch auch hier. Ich muss ja. Also das war jetzt auch kein Lokalpatriot in dem Sinne. Ich verstehe. Mal. Und das ist wie viele Jahre jetzt her? Seit? 11, 12. Okay, und du willst, glaubst du, dass du da bleibst, wenn du jetzt älter wirst? Kinder ja. sind aus dem Haus und dann? Das stimmt, wir haben Empty Nest. Ich habe aber ja noch zwei, drei ist Jahre. Ist Empty Nest? Ja, beide studieren ganz woanders, ja. Mhm. Aber das ist ja, wie geht? Ja. Nein. Da ist ja noch dieser Hund, den du nicht wolltest. Das ist richtig. Ist der noch da? Der lebt noch, ja. ja, ja. Wo die Familie wollte einen Hund, so ist es dann. Die wollen alle einen Hund und dann genau. ziehen sie aus, weißt du? So, genau das war der Punkt. Es wurde gesagt, wir kaufen. Wir haben gesagt, ihr könnt das machen, aber ich gehe nicht einmal mit dem raus. Und das ziehe ich auch eisern durch, weil ich hebe nicht mehr die Exkremente von anderen Säugetieren auf. Das mache ich nicht. Okay, komm, wir können erst mal Prost sagen. Prost. Prost, 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 genau. Ich habe dich so ein bisschen als Wurstgesicht vorhin angekündigt. Ich habe es gehört, ich stand da schon. Aber es ist mir rausgerutscht. Ich wollte sagen, Kindermodel für Wurst. Das ist richtig. Und dann sage ich auch immer Wurstgesicht. Ich mich stimmt selber doch beides, es stimmt ja beides. Aber Wurstgesicht ist ja wirklich ein Schimpfwort. Ja, ich nehme es als Kosename. Model für Wurst, finde ich, ist ein bisschen was anderes. Willst du mir das Bild schon geben? Du stehst ganz aufgeregt da, Vito. Eigentlich wollte ich das gar nicht mit dir besprechen, ja. weil es so abgelutscht ist. Der Rest kennst du nicht, was ich mit dir jetzt heute noch zu besprechen habe. Aber okay. das musste ich einmal machen. Wir müssen weil einmal das Würstchen hinter uns alle bringen. Alle haben gesagt, mach nicht schon wieder die Wurst. Ja. Dann habe ich ja. gesagt, aber ich kannte das gar nicht. Guck mal, das ist Olli ja. auf Schulte, 5 Knacker einfach. Richtig. Haben die noch einen anderen Namen oder heißen die Schulte-Wurst? Die Firma hieß Schulte. Gibt es das eigentlich noch? Das weiß ich nicht. Eigentlich dürfte es die wegen mir schon alleine nicht mehr geben. Aber, was ich so witzig finde, ist, wie wenig das Verhältnis stimmt zwischen Kopfgröße, Senf ja. und den riesen ja. Würsten. Absolut. Das würde man doch heute so nicht mehr machen. So würde das, würdest du das Bild nicht mehr anordnen. Oh. Also seid für die, die es zum ersten Mal sehen, ich bin der im Hintergrund. Und hier steht schon irgendwo noch Sättigungs- oder nee, Garniervorschlag. Wo gern Salatblatt oder Tomate ist der Garniervorschlag. Und, aber das soll Senf sein, oder? Das, was? Ja, ich hoffe. Ja. Weil der sieht zu dunkel aus, oder? Die ganzen Farben stimmen nicht. So einen roten Kopf hatte ich nicht. Nee, aber damals das hat ja dein Papa gemacht. Ja, genau, der hat das Design, der hat eine Werbeagentur, genau. So, ja. und das Model, und das fand ich am lustigsten an der ganzen Geschichte. Es gab ja ein bezahltes Kindermodel. Ja. Ein Mädchen oder Junge? Ein Mädchen. Ich habe nur die Würstchen gekriegt, das war meine ganze Bezahlung. Wirklich? Ja. Aber das Mädchen hat dann ein bisschen, war zickig, wie Mädels halt so sind. Die hat irgendwie nicht funktioniert und hat der
Fotograf gesagt, was ist denn mit ihm hier? Weil mein Vater hatte die Aufsicht und ich stand da rum und hat gefragt, was ist mit ihm hier, mit dem großen Kopf, kann er nicht auch einen Kapitän haben? Und das war der Anfang und das Ende meiner Modelkarriere. Stimmt, die Wurst auch ganz gut, haben sie wahrscheinlich noch so gesagt. Aber was ich witzig finde, ich würde dich so jetzt gar nicht groß erkennen, aber... Am Zahnstand. Ist es witzig, du hast ja anscheinend wirklich... Es ist wirklich der Zahnstand, oder? Ja, einige Zähne sind nicht mehr die von damals, aber sonst, nee, ja. Aber irgendwie daran hätte ich jetzt so an dieser Mundpartie... Ja, die Haare irritieren natürlich erstmal, dass man denkt, das kann er nicht sein. Da wurde auch nichts dazu gemalt oder so, ne? Damals, ich hatte damals schon diese Frisur. Ich weiß nicht. Das hätte ich aber lustig gefunden. Das fällt mir gerade wieder ein, dass mal auf einem, bei einer irgendeiner Preisverleihung, ich meine, es war ein Fernsehpreis, hat eine Kollegin, ich sage jetzt aber nicht welche, weil sie sonst doof dasteht, eine aus dem Privatfernsehen. Mag ich die, wenn ich sie nicht mag, dann sage es bitte. Nein, ich sage nicht den Namen. Auf jeden Fall hat die mich so anguckt und die hatte auch schon ein bisschen was getrunken und dann sagt sie, sag mal, wegen deiner Haare, es geht mir ja eigentlich nichts an, aber warum machst du das hier, warum ist das so hoch hier bei dir? Also, hat der Friseur gemacht? Die hat gedacht, das wäre meine Wahl, das so zu tragen. Weißt? Das wäre so eine crazy Frisur-Choice von und mir. In welchem so. Business arbeitet sie, ist die Moderatorin? In diesem Fernsehen natürlich, ja klar. Die ist ernst gemeint. Mhm. Aber was macht man denn irgendwann, wenn es jetzt noch weiter flüchtet nach hinten, ne? Wie geht man denn? Machst du denn manchmal Gedanken darüber? Ach nee, wir wollen nicht über deine Haare sprechen. Ich finde das despektierlich, wenn ich das mache. Nein, da können wir gerne drüber sprechen. Das ist kein Tabu in dem Sinne. Nein, das Schöne bei mir ist, dass es so scheiße, wie es jetzt aussieht, schon seit 20 Jahren aussieht. Und du magst das ja auch ganz gerne. Weil es gibt dir ja auch nochmal Gagpotenzial dann, dass man darüber selber so ein bisschen... Wie gesagt, man gewöhnt sich ja, so wie man sich vorm Spiegel ja sowieso betrübt. Das kennt doch jeder, dass man in dem Moment, wo man am Spiegel vorbeikommt, macht man so... Geht, ne? Also, gar nicht schlecht. Ja. Hallo, wer ist das denn? Und dann einen Meter neben mir spielen. Ich kann natürlich mehr anmalen als du. Ich kann mich einlegen, damit das ein bisschen dünner aussieht. Dann macht man hier ein bisschen dunkler, damit das aussieht, als hätte man hier so eine Kante. Hat sich nicht Marlene Dietrich sogar die Backenzähne ziehen lassen, damit sie so ein bisschen aussieht? Ja, aber dann sieht man, wurde mir gesagt, als ich sagte, können wir mir nicht die Backenzähne ziehen. Du warst schon an dem Punkt. Da hat man mir gesagt, das sieht dann sehr schnell alt aus. Ah, nee, da bin ich raus. Das darf man nicht machen. Nein, und dann habe ich sein lassen. Ja, ja. Ich habe auch so schöne Backenzähne. Absolut. Da wirst du oft drauf angesprochen, ne? Auf meine Backenzähne. Ja, ja. Olli, als Kind haben deine Eltern dich verschleppt. Du bist ja in Niedersachsen, wir sind ja zwei Niedersachsen-Kinder. Ich bin aus der Nähe von Beda-Kesa, ist auch Niedersachsen. Und du bist ja geboren in... Jetzt kommt's, ich bin in Bielefeld geboren, das hat mit Niedersachsen gar nichts zu tun. Das ist ja dann eher nicht... Steht das da? Das ist ja Ostwestfalen. Das ist das sogenannte Oberzentrum von Ostwestfalen. Das ist unser Manhattan, ist das. Wieso weißt du denn für mich immer Niedersachsen? Wegen Radio FFN wahrscheinlich. Natürlich. Weil ich da im Frühstücksradio mit Kalkofe und Wischmeier... Wir sind die Niedersachsen. Ja. Deine Mama war ja dann Lehrerin und die hattest du aber nicht als Lehrerin bei dir. Doch. Ich hatte meine eigene Mutter in der Grundschule, in Kunst jetzt, wo man denkt, der Interessenkonflikt ist ja nicht so groß. Also es war nicht so wie ein Habecks Ministerium oder so. Es war jetzt nicht der Verdacht der Vetternwirtschaft. Aber sie hat zum Beispiel gesagt, sie hat mir, obwohl ich wirklich ein hervorragender Zeichner und Maler war, sie konnte mir aber keine Eins geben, sagte sie, weil das hätte natürlich irgendwie doof ausgesehen. Also ich könnte sie heute noch verklagen im Grunde. Aber deswegen. Hat sie dir dann manchmal hinten so einen Nackenschlag gegeben, das Blatt weggezogen, so mit Zähnen und gesagt, das kannst du besser? Nee, aber ich weiß, woran ich mich wirklich, das ist ja alles schon sehr lange her, wie du dir denken kannst, aber ich kann mich richtig gut erinnern, dass sie mal Aufsicht hatte in der Mathearbeit. Also sie hat ja Mathe nicht unterrichtet, aber sie hatte die Aufsicht. Und es hat sie wohl tierisch aufgeregt, dass sie mich da gesehen hat und sie meinte, ich hätte mir minutenlang nur die Nase geputzt. Also ich hätte da gesagt, tröten. Und irgendwann stand sie wie aus dem Nichts vor mir. Was machst du denn, alle anderen Schreibchen? Die eigene Mutter. Also das ist nicht gut. Also meine Mutter ist mir sehr sympathisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das heißt, die war ja auch da, wenn zum Beispiel, wenn man mal rauchen wollte, hinten heimlich. In der Grundschule? Ach so, ja, okay. Weißt ja nicht, wo du zur Schule gegangen bist. Aber du hast doch in Berlin gelebt. Nein, wir haben damals nur ganz normal Koks und... 50, heute haben wir gelernt, Sende in Marina. Verstehe. Einmal eine normale Hat man das auch gehabt, ne? Hatte man das aus dem Kopf? Dann durch, genau. Mhm. Das heißt Grundschule und als du dann später irgendwie was 12, Pubertät, älter, 14. Wir sind ja gleich alt, das weißt du, ne? Bist du auch Jahrgang 66? Ich bin Jahrgang 65, bin älter als du, sieht man aber nicht. Nee, das stimmt.
Das stimmt. Aber wir sind wirklich mit allem Quatsch, glaube ich, ungefähr Musik und so weiter, ja, alles ungefähr gleich aufgewachsen, kann man ja sagen. Warst du immer schon BVB-Fan? Relativ früh eigentlich, ja. Aber warum denn? Ja, weil wir Bielefeld dann, obwohl ich da geboren bin, als Gütersloher fand man Bielefeld dann irgendwie doof. Und dann bin ich mal im... Hannover? Dass man so nicht ganz so... Ja, okay. Ich war irgendwann halt im Westfalenstadion, wie man damals noch gesagt hat, so hieß es ja, und war infiziert. Weil es durch wen denn? Durch deinen Vater? Alle so? Ja, genau. Also ich war mit Verwandten da und wenn man die Süd, und das war jetzt auch noch die Zeit, wo das Stadion noch nicht jedes Mal ausverkauft war, aber wenn man das einmal erlebt hat, dann ist man schon, also meiner Meinung nach, müsste man danach Dortmund-Fan sein. Es gab ja dann später, nach deinem Studium war es wahrscheinlich sogar schon, eine Radiosendung, in der du zwar schon FFN Frühstücksradio gemacht hast, aber auch noch andere Sendungen hattest, wo du immer sehr penetrant die Menschen versucht hast, die Norddeutschen versucht hast, an den BVB ranzubringen. Das ist richtig. Wie sah das aus? Naja, ich habe halt, wenn ich die, das war jetzt nicht das Frühstücksradio, über das wir wahrscheinlich heute noch reden werden im anderen Kontext. Ein bisschen, ich wollte nicht so viel, weil es so lange her ist. Das weiß keiner mehr. Aber da habe ich bei FN habe ich auch die normale Frühsendung, also die ganz normale Frühschicht moderiert und dann... Morgenradio. Morgenradio. Den passt noch ohne Morgenteam. Also und dann so drei Gags. Ja, genau. Das ist das Schlimmste. Nein, ich habe alleine moderiert und das war auch schöner, weil ich hasse wirklich diese Frühteams, wo dann so Sidekicks immer so künstlich lachen über die Gags vom Moderator. Als du versucht hast, den Norddeutschen im BVB schmackhaft zu machen, kam Reinhold Beckmann auf dich zu. Ja, also wie immer im Leben, das hatte dann auch mit dazu tun, wen man so kennt. Da ist jemand von FFN, ist zu Sat.1 gegangen und hat Reinhold Beckmann gesagt, wir haben da einen bei FFN, den würde ich mal casten. Und du warst dann bei RAN. Genau. Und hast du die Olli Kahn eigentlich dann gewünscht? haben die gesagt, wen möchtest du denn? Einen Olli Kahn zieht man sich zu. Den wünscht man sich nicht. Nee, das heißt, diese. Ich hatte drei verschiedene Experten über die Jahre. Also ich bin ja immer noch mit derselben Frau verheiratet, aber hatte drei Experten. Der erste war Paul Breitner. Mit dem habe ich Anfang der Nullerjahre mehrere Jahre zusammengearbeitet als Duo. WM 2002, noch Japan, Südkorea. Dann hatte ich drei Jahre Olli Bierhoff, bevor der dann Manager der Nationalmannschaft wurde. Und am Schluss dann... als Highlight 6 Jahre Olli Kahn. Die beiden Ollis. Seid ihr befreundet? Puh, wir sind gute Kollegen. Also, wir sind unsere Sozialisation. Meine Frau, die geht mir so auf den Sack. Oder so, wenn die Kamera aus war und so manchmal. Ja, wir haben natürlich uns auch privat unterhalten, weil wir waren ja auch wirklich dann, wenn du so jeden Tag in Rio 10 Stunden auf einer Terrasse zusammen stehst, da lernst du schon was übereinander, auch Sachen, die du gar nicht lernen willst. Es wird er genauso sehen, sage ich mal. Ist er denn Smalltalker eigentlich? Ja. Wirklich? Ja, also Olli Kahn... Also, hätte ich nie gedacht. Doch, doch, doch. Ich hätte gedacht, die Kamera ist aus und dann hätte er da so gestanden und gewartet, bis sie wieder angeht, um zu performen. Wie so ein Roboter. Ja. Naja, er wirkt ja so ein bisschen... Nein, also ich habe ja dann irgendwann begriffen, dass er dieses komische Knurrige früher einfach auch gemacht hat, um die Journalisten zu verscheuchen. Der hatte ja keinen Bock auf Interviews und ich hatte ja wie jeder gesunde Mensch auch Angst vor Olli Kahn früher. Hat er dich mal gebissen? Nee. Nein, aber Mehmet Scholl hat ja mal in einem Fragebogen geschrieben, wovor haben Sie Angst? Vor Krieg und Oliver Kahn. Ja. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, dass viel davon Fassade war. Und ich habe dann später tatsächlich einen sehr liebenswürdigen und auch sogar, stell dir vor, selbstironischen Menschen. Ich habe den ja auch im On regelmäßig verarscht, wenn er dann irgendwie darüber erzählt hat, wie er sich auf Spiele vorbereitet, dass er irgendwie aus dem Fenster guckt, dass er vielleicht mal ein Buch liest. Und wenn ich in dem Moment laut lospruste, dann hat er schon verstanden, wie ich das gemeint habe. Also Kahn muss ich echt sagen, wir sind ja, der ist ja ein Tick jünger als ich noch, aber ja auch nicht mehr ganz frisch. Und er ist einer der wenigen Leute in unserem, seinem Alter, die sich... später noch weiterentwickelt haben. Und normalerweise ist ja so, alle negativen Eigenschaften werden so potenziert und bei dem ist es eigentlich genau umgekehrt. Okay, verstehe. Fußball haben wir jetzt, Olli. Was wir auch beide schon erlebt haben, ist die große Guinness-Show bei RTL. Das war, kannst du dich da noch dran erinnern? Du sehr hast genau sie moderiert als Hauptmoderator quasi. Ja. Ich war bei einer anderen Show als, das nannte sich Rasender Reporter, aber du musstest wirklich die ganze Zeit hin und her. Ja. Du erzählst jetzt erstmal dein Experience, weil ich glaube, du wusstest danach 7:45 Live-Showbühne
ist vielleicht nicht mein Ding. Absolut. Es wurden Weltrekorde aufgestellt, RTL für den Nach 8 live. Das und ich habe später erfahren, dass es darum ging, dass der Kollege Geißen, der zu der Zeit ja alles wegmoderiert hat, was bei RTL lief, da gab es irgendwelche Probleme mit den Vertragsverhandlungen und da hat der damalige RTL-Chef gesagt, jetzt wollen wir den doch mal ärgern und lassen wir den von 7 Tagen mit dem großen Kopf das machen. Und ich habe das vollkommen unterschätzt, weil zu der Zeit habe ich gesagt, ja, warum denn nicht, ist doch wurscht, live, who cares. Und es war aber wirklich so ein Overkill an aufwendigen Spielen und Aktionen, dass wir nicht eine Generalprobe hingekriegt haben. Also wir haben nur gedacht, das kann so alles nicht funktionieren, aber mussten dann senden, weil es war 7:45. Ja. Und da habe ich so gemerkt... live ist schon mal eine andere Sache, hast du gemerkt, naja, nee, Sport ist ja auch immer live. Das Live macht mir nichts aus. Aber du hängst von so vielen unterschiedlichen Sachen ab, die du gar nicht beeinflussen kannst. Und das war dann auch zu der Zeit einfach eine Nummer zu groß. Ich meine, da war irgendwie Alain Delon. Mhm. Prost. Mhm. Alain Delon. Ja, das ist zu der Zeit ein Weltstar. Übrigens, mein Lieblingsdialog in irgendeiner... Show war da, nämlich da saß Henry Maske neben Alain Delon. Beide waren meine Gäste und Alain Delon war Riesenfan von Henry Maske, der mein Schiedsrichter war, fällt mir gerade ein, in der Sendung. Und hat dann immer zu Henry Maske gesagt, I saw your fight, I saw your last fight, you were great. Und Henry Maske irgendwie nicht begreifen, dass ein Mikro immer überträgt, sagt mir, wer ist denn, die können den ja alle. Das war so geil. Ich muss, ja, das erzähl ich dir. Aber hat das Publikum das gehört oder hat er das nur so zu dir gesagt? Er hat so halb zu mir gesagt, aber ich glaube, man konnte es hören. Henry Maske fand ich sowieso großartig. Meine Lieblingswette war, ich sage immer Wette, aber eigentlich waren es ja Rekordversuche, dass so ein Typ auf dem Motorrad, ich glaube, wenn man so auf dem Motorrad auf dem Hinterreifen kreise um sich selbst, das heißt irgendwie Wheelie-Kreise oder so ähnlich, und der wollte einen neuen Rekord aufstellen. Ja, okay. Das ging so blitzschnell und zum Glück lief auch unten dann so ein Zählwerk mit, aber eigentlich war der Job von Henry Maske laut mitzuzählen. Nur eins, zwei und unten war schon eingeblendet 37. Das ist doch zum Schreien. Das ist zum Schreien. Und in derselben Sendung war auch jemand, der in Rekordzeit mit dem Kopf Melonen zertrümmern musste. Also da waren einfach so riesige Melonen, der musste immer so von einer zur anderen. Und ich weiß nicht, was der heute beruflich macht, aber es wird nicht so herausfordernd sein. War so ein bisschen Blut oder sowas auszusehen? Nö, dem machte das nichts, was kein gutes Zeichen ist. Ja. Was ich ja auch nicht wusste, ist, du hast ja auch mal Boxen moderiert. Ja, oft sogar, ja. Mhm. Aber das hatte ich gar nicht mehr. Wo denn? Auch RTL? Sat.1. Sat.1. Du bist doch eine kleine Nutte. Bei jedem Sender schon mal angeklopft, oder was? Ja, sogar innen drin gewesen bei jedem Sender. Das klingt ja furchtbar. Jetzt, wo ich sage, klingt es wirklich. Nee, ich habe bei Sat.1... Möchte ich dazu sagen. Ich habe bei Sat.1 Michalczewski-Kämpfe und auch Klitschko-Kämpfe moderiert. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ich bin Findest du Boxen richtig gut? Ja, ich finde Boxen tatsächlich richtig gut. Steht dir gar nicht. Nee, ich weiß. Also ich wäre auch selber nicht so richtig gut im Ring. Aber, hast du mal selber geboxt? Nein, ich habe noch nicht mal ein Boxtraining mitgemacht. Aber ich finde den Sport an sich faszinierend, aber nur bei den unteren Gewichtsklassen. Also Schwergewicht finde ich stinklangweilig. Das sind einfach so Kleiderschränke. Genau. Mhm. Aber wenn man taktisch... Box ist das schon ein ganz guter Sport. Es ist natürlich auch die Chance, in ein Milieu einzutauchen, was man sonst nicht kennenlernt. Also man sitzt ja sonst nicht mit 30.000 Jahren Knast im selben Raum. Das ist auch immer schön, mal was anderes kennenzulernen. Das steht ja auch gar nicht. Nee, das stimmt. Dass du so dazwischen bist, ich bin nicht so der Halbwelt-Typ. Dazwischen Kalle Schwänzen und wie sie alle heißen. Kalle Schwänzen hat mir fast die Hand gebrochen, das sagte ja jeder und das stimmt ja total. Ja. Das ist irgendwie so eine klassische Einschüchterungsgeste. Zeichen von Liebe. Hallo, und dann... Schrecklich. Ja. Aber das finde ich ganz lustig, dass du das schon gemacht hast, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben heute ein bisschen Glück, weil du gesagt hast, ich möchte gerne nicht singen. Und dann habe ich gesagt, oh nein, schade, dann lade ich doch mal einen echten Superstar ein. Siehst du? Und habe neulich bei Jimmy Kimmel in der Sendung eine ganz tolle Sängerin gesehen, sofort gegoogelt. Sie ist from Nashville und sie ist mit ihrer Band extra aus Amerika hierher geflogen. Ich bin ein bisschen proud, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf Ingrid André! Crazy how manipulation feels like a soft blanket holding you tight. And every night sleeping next to someone's just as warm as the gaslight. It's funny how jealousy sounds like somebody's worried about you. And all that control.
control takes on different roles. Don't realize the toll it takes on you. I've been to pretty dark places, stuck in toxic situations, but you taste like stability. That's new for me. Yeah, this feels like homemade cooking, like backyard kissing, like hold the door open and I laugh, cause it's nice like Sunday sleeping in. Baby, I'm needing it. Conversations, I can tell that you're listening. I thought I knew what, I knew what love was. Guess I didn't know it all. Cause I don't know what this is, but I think love is supposed to feel like this. To make excuses, excuses as often as I breathe, defending them, trying to diffuse it, and it would only blow up on me. Yeah, I've been to pretty dark places, stuck in toxic situations, but you taste like security. That's new for me. Yeah, this feels like homemade cooking, like backyard kissing, like hold the door open and I laugh, cause it's nice like Sunday sleeping in. Baby, I'm needing it. Conversations, I can tell that you're listening. I thought I knew what, I knew what love was. Guess I didn't know it all. Cause I don't know what this is, but I think love's supposed to feel like this. Tonight, not some quick goodbye. Tell me that you want me, and I know that you mean it like Sunday sleeping in. Baby, I'm needing it. Conversations, I can tell that you're listening. I thought I knew it. I knew what love was. Guess I didn't know it all. Cause I don't know what this is. No, I don't know what this is. But I think love is supposed to feel like this. Halt, wie toll das ist, wenn du Klavier spielen kannst, selber die Songs schreibst, aus Nashville kommst, wo ja Musik entstanden ist irgendwann nicht mal. Nicht Hasewinkel oder Köln oder so. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so gut singen können wie sie. Ich hätte auch nicht so gut Klavier spielen können wie sie. Hast du eigentlich mal ein Instrument gelernt? Ja, ich hatte mal ganz kurz so ein, zwei Jahre Unterricht in klassischer Gitarre. So, aber du auch wieder klassische Gitarre. Ja, idiotisch. Da hat ja auch kein Mensch, ja. Da muss man ja das Bein so auf den Hocker stellen. Genau, ja. Und dann sitzt man ja auch wie so ein Idiot da. Ja. Und muss so angestrengt gucken und so zupfeln. Du verwechselst es, glaube ich, mit der Laute, aber Nee, wir hatten in der Schule, man hätte klassisch machen können wie du. Ja. Oder wir sind direkt angefangen mit Blues in G. Ich hätte einfach Schrumm. Ja, das habe ich dann gewählt. Ja, genau. Und das, dafür nehme ich es aber manchmal halt noch in die Hand und Schrumm. Siehst du, man lernt etwas, was man später anwenden kann. Ja, genau. Du, Olli, ich würde ein bisschen mit dir gerne noch über die Heute-Show sprechen, die du ja nun sehr lange schon machst. Ne? Und bist du da eigentlich Chef? Ich bin einer von zwei Chefautoren. Also ich entscheide am Ende schon, was ich da sage, so gesehen. Aber wenn du ein Chefautor bist, also ein Chefautor, würde ich immer sagen. Also, weil Tim Melzer sagt immer, ein Restaurant. Und du sagst jetzt auch schon ein Autor, aber man sagt auch ein Autor, oder? Autor sagt man ja, immer noch. Ja, das freut mich. Dann ich kann mich nur entschuldigen. Bitte nicht schon wieder aus irgendwelchen Gründen jetzt das auch noch ändern. Nein. Also du bist Autor, aber wenn man Autor ist, schreibt man ja auch selber. Das heißt, ein Teil der Gags, die wir hören, sind von mir. Sind von dir. Ja, genau. Das ist aber ganz schön gut. Der Kollege Morten Kühne und ich, wir schreiben zum Beispiel alles, was die Gäste der Sendung machen. Also die Reporter in diesen Fake-Schalten. Okay. Es gibt ein paar Leute, die schreiben ihr eigenes Zeug, wie Olaf Schubert zum Beispiel, weil der ist sein eigener Planet, für den kann niemand schreiben. Das geht nicht. Der kann auch nur durch Verzweiflung
genau. In dem Moment, man merkt so Verzweiflung, kurze Stille, das dürfen wir hier nicht. Ja. Und dann merkt man, dann dreht er irgendwo hin. Also das ist, ich kann ja auch nur jedem raten, wenn der bei Ihnen in der Stadt spielt, gehen Sie dahin, weil es ist halt eine Wundertüte, der Typ. Es ist auch der, wenn man auf meine Mimik achtet, das ist auch der Einzige, der mich komplett überrascht, weil wir das natürlich auch proben über den Tag, aber der geht dann nach der Generalprobe spazieren und kommt mit einer völlig anderen Nummer wieder und sagt dann Sachen, die ich wirklich einfach null kommen sehe. Aber also ich sehe das an deinem Gesicht. Total. Weil ja, das ja, Gesicht muss ich ein bisschen Mühe geben, dass du nicht anfängst zu diskutieren, ey, das hatten wir aber so nicht. Du findest es dann gut. Er bringt mich aber zum Lachen. Genau. Ja, genau. Und das darfst du natürlich aus deiner Position heraus. Nicht so richtig. Nicht so richtig, ja. Du hast vor vielen Jahren, ich glaube, da hast du noch in Berlin gewohnt, ist das so wirklich lange her, ein Gummistiefel-Weitwurfverein gegründet. Ich kann dir genau sagen, wann. Der hieß Gib Gummi 03. So, und jetzt überleg mal, wann das war. Überleg mal, vom Namen her. Was würdest du sagen? 2003. So! Oh, ich bin Bleach, oder? Sehr gut, sehr gut. Ja. Also 2003 ist mir aber scheißegal, den gibt es wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr. Nein. Ich fand es aber so niedlich, dass du noch ein bisschen darüber erzählen kannst, warum. Ja. Also ich weiß, die Finnen. Irgendwann habe ich mir Finden sind eine große Gummistiefel-Weitwurf-Nation. Genau. Ja. Und du warst aber der Vorsitzende ja auch. Genau, ich war im Vorstand. Ich hatte zu der Zeit eine. Wir hatten eine Radiosendung und da durften Leute anrufen und sollten mal sagen, was gibt es denn noch mal für andere Sportarten? Wir sind so müde vom Fußball. Und dann rief ein Finne an und sagte, in Finnland ist das eine Riesennummer, warum gibt es das in Deutschland nicht? Und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt gründen wir den ersten deutschen Gummistiefel. Ich wäre dabei gewesen. Ja, aber du warst ja so arrogant damals. Ja. Und dann haben wir sogar eine EM in Berlin veranstaltet, wo auch aus anderen Ländern Leute kamen. Aber ich war nie aktiv, ich war nur im Vorstand. Aber wer hat das denn organisiert? Das musst du ja richtig mit Betten, wo möchtet ihr übernachten, wie viele Leute kommen, bringt ihr eure Stiefel selber mit? Ich kann dir mit? Das sagen, das hat alles damals der RBB organisiert, bevor er alles für Massagesitze ausgegeben hat. Da ging sowas da noch. Da ging das noch. So, ja. Und ich würde so gerne mit dir die Bierdeckelchen jetzt einsammeln. Dann setzen wir uns hier oben rauf, machen Bierdeckelchen, ist das okay? Ja. Mit einer kleinen Choreografie, die ich dir zeigen werde. Okay. Warum bist du eigentlich noch nie hier gewesen in 16 Jahren? Ich hatte Angst, dass ich singen muss. Witzig, witzig, heute haben wir gelacht, denn wir sind bei jeder Nacht. Du würdest dich jetzt da genauso hinsetzen, wie ich das hier gerade mache. Mhm. Und dann, weil du ja viel Sport machst, hast du gesagt, würden wir da mit der einen Hand, ist immer ganz gut, wenn so ein bisschen die Beine ausstrecken. Und ich sag's dir, bevor du es jetzt machst, du gehst gleich über meinen Kopf. Nein! Das Geräusch von meiner Hüfte gehört? Ich habe das gehört. Die Hüfte ist ausgerichtet. Die Hüfte ist ausgerastet. Okay, ich würde sagen, zieh mal den nach. Ich komm nach. Warte, kurz die Schenfis noch ein bisschen was. Wie erniedrigend war das denn? Oh, wirklich erniedrigend. Ich habe jetzt so einen Oberschenkelkrampf, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich? Wenn du manchmal sowas hast, ne? Ich kriege manchmal auch so Krämpfe, dann fange ich ganz laut an zu schreien, ich kriege die dann nicht weg. Und hast du wirklich einen Krampf jetzt, weil das tut dir echt weh? Ein bisschen, der Muskel macht ein bisschen zu, aber das ist alles gut. Das sind viel zu viele Deckel. Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Wir nehmen nur die ersten 70. Ja, genau. Alles, was hier steht, wenn du was nicht beantworten willst, bist du selber schuld. Hast du mal was im Teleshopping gekauft? Nein. Hm. Hat Olli Kahn dir mal ein Geschenk gemacht? Nein, Olli Kahn ist sehr geizig. Nein, er ist ein ganz reizender Mensch, aber er hat ein bisschen Igel in der Tasche, wie man bei uns sagt. Also es ist so, dass er dann schon irgendwie, wenn er mal einen ausgegeben hat in Rio oder so, hat er aufgepasst, dass nicht zu viele mitkommen. Das war schon wichtig. Ah, wirklich? Ja, das kann man. Okay. So viel darf ich verraten. Hattest du jemals Bartwuchs? Was ist das denn für eine Frage? Ja, also für so einen klassischen Drei-Tage-Bart brauche ich so 7 bis 8 Wochen. Aber
Und der ist dann lang, aber spärlich wahrscheinlich. Ja, nee, es ist okay, aber ich habe halt so Stellen, wo es ausfällt. Also zum Beispiel hier wangenmäßig lasse ich. Ich habe dann wie so ein. Ja, aber hier will man ja auch keinen Bart haben hier. Da. Aber für einen richtigen Vollbart musst du hier ja schon was haben. Da kannst du ja nicht nur so einen kleinen Spitzbart und einen Schnurrbart. Naja, jeder hat doch so, ich merke das jetzt im Alter, was ich für mittlerweile, was ich für einen Bart hätte, welchen Mann. Ja. Und ich hätte auch nur hier so, ich hätte so einen Motorhead-Bart hier so runter, so einen Lemmy-Bart. Ich habe, darf ich sagen, in meinem Zivildienst im Altenheim auch ältere Damen rasiert. Ja, ja, okay. Bist du eitel? Nein. Nee, ich glaube nicht. Nee, aber es ist, also man ist ja sauber, man kämmt sich, was soll man auch machen? Und ja, mehr ist ja nicht drin. Mehr ist nicht drin. Was willst du denn machen? Ja, was soll ich denn machen? Make-up? Sport? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Meine Frau hat mal vorgeschlagen, leider nicht sehr hilfreich. 50 Euro haben wir gedacht, wenn du den Fahinas an. Wie feierst du Karneval? Wird in Bonn Karneval gefeiert? Da wird ohne Ende Karneval gefeiert. Aber ich bin ja, wie gesagt, Ostwestfale. Und ich kann das immer noch nicht fassen. Also ich vergesse auch immer, dass das wieder ist, diese Zeit. Dann gehst du aus dem Haus und dann kommt dir so ein Typ als Fliegenpilz, aber mit einer Aktentasche entgegen. Gehst zur Arbeit. Und denkst du, morgens um 10. Morgens um 10 und geht einfach ins Büro als Fliegenpilz. Und in der anderen Hand schon eine Flasche Bier. Und das ist auch, das verstehen die nicht, wenn du da keinen Zugang findest. Aber ich auch nicht. Dann bist du da raus. Meine Schwestern leben alle im Karnevalsgebiet. Ja. Und ich bin die Einzige hier in der karnevalsfreien Zone quasi. Ja. Und es hat sich bis heute nicht erschlossen. Und sie wollen immer, dass ich mal mitkomme. Aber ich möchte da nicht verseucht werden. Ich möchte das nicht gut finden, glaube ich, weil ich das nicht in mir habe. Also in Ostwestfalen haben wir auch Karneval gefeiert, aber jeder hat für sich. Trostlos. Also da sehe ich ja den Umzug immer, der da so irgendwo in Osnabrück, Paderborn und so, wo man denkt, lasst es doch, Leute. Wo Katholiken leben halt. Ja, genau. Ja, katholischer Karneval ist das dann wirklich. Was an dir ist schon welk? Die Hüfte höre ich gerade. Die Hüfte, den Geräusch nachzuurteilen, ja, das stimmt. Kann ich lesen? Ich nehme die nächste. Oliver. Würdest du gerne heute nochmal die... Ob ich noch mal als Wurstmann durchstarten möchte, fragt hier jemand. Ist doch schön. Nee, ich würde gerne mal für ein anderes Produkt werben. Machst du überhaupt Werbung für irgendwas? Nein. Außer Kahn. Hast du einen echten Freund im Showbiz gefunden, außer Oliver Kahn? Ja, die Kollegen Kalkofe und Pastewka würde ich schon als Freunde bezeichnen. Und Wischmeier auch? Ach ja, klar, Dietmar Wischmeier. Da haben wir ja Glück. Und den holen wir jetzt rein. Ich freue mich. Dietmar Wischmeier kommt. Ich freue mich so auf Dietmar Wischmeier. Er ist ja nicht nur das schlechtlaunigste Sprachrohr der Nation, sondern die böseste Zunge der Satirebranche. Das kann ich fast nicht aussprechen. Aber vor allen Dingen ist er das Maskottchen eines ganzen Bundeslandes. Radio, Fernsehen, Podcast, scheißegal, er grantelt überall. Und heute auch bei uns, ich freue mich auf Dietmar Wischmeier. Ist das unangenehm, wenn man so mit Musik reinkommt und müsste jetzt eigentlich so machen und denkt, aber nee, das bin ich nicht. Ich so machen. Mir ist es nicht in... Nicht im Blut. Nicht in die Wiege gelegt worden, okay. Aber ich mach's dann halt schon. Ne? Ja, okay. Weil du bist ja auch so ein verrücktes Huhn. Ne? Oh ja, das mag man gerne hören. Ja. Gibt's da eine neuere Bezeichnung eigentlich? Nee. Okay. Ich würde sagen, Olli, du gehst wieder durch. Du darfst aber jetzt... Ja, du musst nicht über den Tisch. Ich gehe in die Mitte. Du bist noch Ärzte dabei. Und du kommst mit mir hier rein. Dietmar, was trinkst du? Wir haben jetzt Bier getrunken. Wie oder darf man das nicht? Du darfst ja alles trinken. Du darfst alles machen, alles trinken, was du möchtest. Ihr habt ja zusammen studiert, ihr beiden kleinen Mäuse. Ja, das wir haben gar nicht. Auch studiert, aber jeder für sich. Wie Karneval ich dachte, in Ostwestfalen. Nein, ich in Münster, eher in Bielefeld. Ja. Aber das ist ja für Hamburger eine Gegend. Sein Freund eigentlich Didi. Nee. Also keiner sagt die. Die kennen den Hallervorden gar nicht mehr. Die können das also nicht mehr als Beleidigung. Aber hast du denn einen Namen, der kürzer ist als Dietmar oder sagen wir mal ganz hart cooler ist als Dietmar? Ja, wenn man in Norddeutschland aufgewachsen ist und so alt ist wie ich, dann heißen Dieters und Dietmars heißen Ditze.
Glitze. Ja, so sagt man früher immer. Ich fand das so ich lustig. Ich muss aber erstmal trinken. Ja, also, machen ich weiß, wir können auch. Da gar nicht also, laufen, aber ich muss. Korn kommt der noch? Sprache, ach ja, den Korn brauchen wir auch noch, Olaf. Oder wird der gerade noch gebraut, wollte ich sagen. Was wird er denn? Was wird Korn denn? Korn wird gebrannt. Gebrannt? Ja. Danke für den Hinweis. Hast du manchmal auch schon so Ausfallserscheinungen wie ich? Wenn dir so Worte so, wie gebrannt ganz so schlimm noch nicht, aber ganz schön. Doch, ich meine, das Wort ist aber was ist denn das jetzt? Was für ein Korn? Normaler Teppichreiniger. Ja. Ich dachte mal, man will das wissen, bevor man das trinkt. Ich würde gerne einen mittrinken, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Dann kipp ich um. Ja, das kann ich verstehen. Auch lustig. Kannst du einen mittrinken? Kippst du den auch um? Nein. Das, dann nein. Würden wir noch einen für Olli Welke nehmen. Und ich darf nicht, weil das wollen dafür die Jungs. Dafür wird er mich hassen. Das wollen die Jungs auch nicht. Ich muss mit ihm noch zusammen aufstehen. Ich muss mit dem reden, mit dem Mann. Ich weiß, macht ihr das eigentlich noch? Seid ihr noch die beiden kleinen Italiener eigentlich? Das haben wir schon lange nicht oh, lange mehr. Macht ihr gar nicht ich weiß mehr? Gar nicht, ob man nein, das noch so machen könnte, weil wenn es ein Fall von lupenreiner kultureller Aneignung ist, dann die Serie zwei kleine Italiener. Es kam gibt es auch kulturelle Abneigung? Es kam die Idee auf, lass sie doch mal, ob sie das mal, und dann habe ich gesagt, wenn sie irgendwie noch weitermachen wollen beruflich, wenn sie das nicht mehr machen, diese ganzen aber ich will ja nicht Klischees mehr rausholen. Ich will ja nicht mehr weitermachen. Aber die Frage ist, ich weiß nie, war ich Enrico oder warst du Enrico? Ich glaube, ich habe immer Enrico gerufen, also war ich Gianni. Gianni, hey Gianni, hey! Hast du doch schon vergessen, dass der Gianni hieß? Ja. Hey, trinke die alte deutsche Scheiße aus, ey. Ist ja keine Ramazzotti, ist ja deutsche Kackekorn. Du, was ich witzig finde, Dietmar, ist ja, dass damals, als die Heute-Show anfing, vor 14 Jahren haben wir ja schon, wurdest du ja angefragt, vielleicht als Autor, als Chefautor da anzufangen. Ja. Wer ist da denn drauf gekommen? Das weiß ich nicht. Nee, wirklich, du Rudi nicht? Doch, du bist doch wahrscheinlich drauf gekommen, oder? Na, ich weiß nur, dass wir sehr früh über so eine Kolumne geredet haben. Ja. Ne? Aber das muss dann, wenn dann vom Sender oder von der Produktion Ja, kam von der Produktion. Ich weiß auch nicht, wie man drauf kam. Ich bin völlig ungeeignet für diesen Job. Du hättest auch umziehen müssen. Du hättest ja dann auch ähnlich wie Olli nach Köln ziehen müssen. Du hättest ja nach Köln ziehen müssen. Ja. Okay, du hast diesen schönen Satz gesagt, ich könnte auch, man hätte mich auch fragen können, ob ich einen Locus in Kambodscha... Ich glaube, es war Kuala Lumpur. Oder so. Ich habe Kambodscha gelesen. Ja, ich glaube, da habe ich dem Locus in Kuala Lumpur auch wirklich Unrecht getan. Also das bereue ich auch. Aber hast du denn mit dir gehadert und gedacht, es könnte jetzt noch mal so ein richtiger Sprung sein auf etwas... Weißt du, du weißt ja, ich... Du bist aber auch wirklich, du bist dir aber auch so treu. Nein, ich schlage mich auf der B-Ebene durch. Ich wollte immer schon nicht ganz unten oben stehen irgendwo. Das finde ich echt lästig. Man hat Verantwortung für andere Leute und muss auch sehen, dass die auch zurechtkommen. Du hast doch jahrelang eine Redaktion geleitet, nämlich das Frühstücksradio. Du warst doch in der Redaktion, ich habe da null geleitet. Ich war der Doofe, der auf den... komischen Konferenzen. Du hast aber 80% von dem geschrieben, was wir da gemacht haben. Das nennt man Leitung. Aber dieses Frühstücksradio, was ihr damals zusammen gemacht habt, war doch so wahnsinnig erfolgreich. Könnte man nicht jetzt einfach noch mal sowas wieder beleben und als Podcast rausbringen? Podcast. Du, man könnte so vieles machen. Im Augenblick ist ja so eine Retrowelle, die überrennt ja das ganze Land. Da könnte man auch ein Frühstücksradio machen. Aber warum sollte man das machen? Frage ich euch. Sollte man das machen? Könnte man das machen? Man könnte es machen, ob man es machen sollte. Weil bevor es andere machen, denke ich immer so ein bisschen. Ja, aber wir sind ja nicht gerade unterbeschäftigt, nicht? Weder Olli noch ich haben ja genug zu tun. Was machst du denn im Moment so? Ich bin Rentner. Wenn du nicht... Wenn du nicht gerade Motorräder frisierst oder Träger hast du gar nicht mehr so viele, ne? Nee, nur noch drei. Ist das wenig? Ja, das ist sehr wenig. Was wie viele Träger hast du denn? Ich habe keinen, aber ich noch würde weniger. Ich würde aber zwei haben. Ich würde einen kleinen alten Deutz und ich glaube so einen alten Hanomag hätte ich gerne noch. Ja, du wohnst gar nicht, du kommst gar nicht aus der Deutz-Gegend. Nee, wir hatten bei uns einen Schmied und der hatte immer so drei Trecker da stehen. Ja. Und dann bin ich mal so ran an so einen neuen Trecker und das sind ja Geschosse, das ist ja gar nicht mehr händelbar. Also, nee, die dürfen auch schon von 16-Jährigen gefahren werden. Das macht ja, aber mir das Angst. Geht nicht, Leute. Das, ja, das, sind, aber. Das ist wie so ein Flugcockpit, hast du da drin. Die Türen sind verrammelt, du kannst gar nicht mal raufhüppen oder runterhüppen. Da ist alles nur noch mit Klatschen, Sprache
und mit Drücken und Blinken und Krams. Also als Landwirt dumm sein heute würde nicht mehr funktionieren. Das funktionierte noch nie, glaube ich. Nein, es hat noch nie funktioniert, ja, wegen der dicken Kartoffeln, dachte ich. Ja, das ist aber so eine städtische Sache. Im Grunde war das früher so, wer Ahnung hatte, kann den Hof und der andere hat Theologie studiert. Wolltest als Kind, wolltest du ja Pastor werden? Ja, ja, sicher. Du? Wirklich? Ja. Ach, überleg also ich, heute würde ich sagen, also ich bin in dem Alter, in dem die Kirche noch so funktioniert, sie hätte noch meine Pension zahlen können, also wäre schlau gewesen. Ich wollte damals Pastor werden. Erstens, ich konnte Leute 20 Minuten von der Bühne anschreien, ohne dass sie Widerworte geben. Das war besser als Lehrer, weil die waren ja frech, die Blagen, aber die Gläubigen, die haben dann... Ja, aber man durfte auch nicht zu frech werden. Denn hätten die, wenn du da was Schlimmes gesagt hättest, was nicht ganz... Ich hätte gegen die Fleischeslust gewettert und gegen Tiere. Alles. Ja, du wärst doch evangelischer Pfarrer. Ja, ja, natürlich. Die haben doch selber 5, 6 Kinder. Also ja, klar. Was ist denn die hätte ich natürlich auch. Und die Frau müsste sie aufziehen. Ich würde mich um andere Sachen kümmern. Das war ja auch nicht so die Frau war die Was war denn so geil an dem Gedanken, außer das Schreien, auch noch so ein bisschen... dass man, so der Herr Pastor im Dorf war ja schon ja, immer was. Hätte, der war ja bei uns auch noch was. Der ich hätte ja immer in schwarzer Kleidung getragen, immer offiziell. Ne? Also nie, ich hätte mir nicht gemein gemacht mit dem Volk natürlich. Also, ich hätte gesiezt werden wollen, also ja, auf jeden Fall. Und dann wäre ich mit einem schwarzen BMW gespannt als Dienstfahrzeug durchs Dorf gefahren und leutselig hätte ich gegrüßt. Ja. Aber was ist denn schwarz? Der erste Evangelium-Papamobil. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, gab es bei dir sowas mal ein schwarzes BMW gespannt? Ja, ich selber also, habe ein schwarzes BMW gespannt. Aber es gab es als Dienstfahrzeug nicht. Der Pastor bei uns in der Gemeinde fährt, glaube ich, so einen kleinen blauen, ja, so einen sicher. Wo man sagen will, mein Gott. Lastenfahrrad fährt der heute. Ja, ja. Wenn er in Göttingen studiert, fährt er Lastenfahrrad, glaube ich. Also heute ist das nichts mehr. Heute würde ich das nicht mehr machen. Aber damals, das hat mir schon noch gefallen. Du bist ja plattdeutsch aufgewachsen, ne? Ja. Ich bin ja so alt wie Olli, aber wir haben die gleiche Kindheit erlebt. Wir haben erlebt, zur Schule kommen und noch kein Hochdeutsch können. War bei mir genauso. Mhm. Mit im Gehirn fast explodieren, weil du schon ein Diktat schreiben musst. In einer fremden Sprache. Und dann waren natürlich Leute, ich bin auf so einer Zwergschule auf dem Dorf, da konnte ja keiner Hochdeutsch. Ne? Also höchstens die Vertriebenen. Also der ein oder andere Schlesier konnte auch kein Plattdeutsch. Der konnte gar kein Deutsch. Ja. Insofern war das ein bisschen doof. Das war anders bei uns. Die sprachen schon so Hochdeutsch. Aber das Problem ist, beim Plattdeutsch ist ja diese Dativ-Akkusativ-Gleichheit. Mhm. Ne? Das kann ich ja bis heute nicht. Aber das geht gar nicht. Und mir und mich. Ja, das also ist das Ganze, weil es ist ja nur me. Es ist alles me und die. Aber selbst wenn ich Hochdeutsch spreche oder wenn ich Hochdeutsch gesprochen habe, war das natürlich falsches Hochdeutsch. Tu mich einen drin. Ist natürlich das ist ein richtiges Hochdeutsch. Ne? Nee, schenk mir einen ein, aber klingt wenn irgendwie falsch. Schnackt, ist da denn mein Plattdeutsch, ist so nicht dein Plattdeutsch? Es gibt nicht das eine Plattdeutsch, es gibt das, was du vertellst und du wirst dann schnackt. Ja, aber die verstorben jetzt ganz gau. Ich schnacke nicht, die kürt, Dobby mir, aber wir werden wieder eine Hollandskind, die Braten oder Braten. Ne? Und die meisten Wörter, die wir Plattdeutsch zählen, die sind alle weg. Was jetzt sagt die Bronn oder Saut? Da kenne ich beides nicht. Ja. Was ist da? Der Brunnen? Nee. Ja, Brunnen, sage ich dir. Ach, NDR. Die Sold von innen. Ja, Sold ja, ist aber... Ja, wie Jahan, da seht ihr auch Sold. Wird, ja. Ich glaube, jetzt geht die Quote durch die Decke. Kann man gar nicht mehr messen. Dagegen müssen wir was tun. Was ich witzig finde, ist, wir hatten beide das Ding, dass wir... Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich auch. Und bei dir war aber auch noch die Post mit drin. Also dein Vater war Tischler, hat die Post gemacht und war Landwirt. Bauer war ja, also Selbstversorgerlandwirt. Wir haben alles selber gemacht, was wir essen mussten. Genau, und das fanden wir beide, du und ich. Ich fand das so unattraktiv. Diese dicken Roggenstuten, die Oma gebacken hat, die alle so toll fanden in der Schule. Und wir konnten es nicht mehr sehen, denn diese selbstgemachte Wurst zum Kotzen. Uns hatten alle Schwarzbrot, dann kam so dick daumendick Butter und dann kam ein Stück Rosinenkuchen. Oh, das war diese, das war super lecker, ja. Schwarzbrot mit Kuchen? Ja, weil das ist eigentlich was... Also was die einfachen... Aber ihr seid schon in Westdeutschland aufgewachsen. Und nach dem Krieg. Was diese einfachen Küchen auszeichnet, ist immer die Mischung aus Fett und Süß. Das gibt es in allen einfachen Küchen und armen Küchen der Welt. Und das war eben Rosinenkuchen und fette Butter und herzhafter Schwarzbrot. Ach, das mochte jetzt, hätte kein Städtkind gegen irgendwas getauscht, also... Hast du es denn getauscht? Irgendwie? Nein, du bist es nicht losgegangen. So, aber das Schöne war, du bist ja dann zur Bundeswehr gekommen. Ja. Und dann war ja, wo alle sagen, mein Gott, scheiß fressen hier beim Bund. Weil die Wolkendecke aufgerissen, das war ein kulinarisches Erweckungserlebnis. Ja, eine Explosion. Es gab ja nur gekaufte Wurst. Oder Käse.
Man hatte ja immer den Molkereikäse. Man kriegt ja von zwei Sorten. Bei uns war Bunte Bärse. Ja. Da kam immer Gouda und der schmeckte einfach nach nichts. Ja, nur nach Gouda Butter. Und Edamer. Ja. Und beide, wenn sie vom Tisch fielen, kamen sie wieder hoch. Du wohnst aber heute, darüber möchte ich sprechen. Ja, in einem Forsthaus. Auf dem Dorf, in einem Forsthaus mit deiner Frau. Ihr habt eine Hundezucht im Gegensatz zu Olli Welke. Ja, gar keine Hundezucht. Der Ja gesagt hat zum Hund, aber sich nicht kümmern möchte. Nein. Wie groß ist denn dein Hund eigentlich? Labrador, schwarz. Oh, das sind ja riesige Kackhaufen. Ja, aber ich heb sie ja nicht auf. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich habe mir immer einen kleinen Hund geholt, wo man so mit der Hacke so wegschneidet. Ja, oder? Geh mal in den Busch. Mit der Hand? Mit der Fußspitze so. Ach so, mit der Fußspitze. Weißt du, so weg. Zum Nachbarn einfach. Kicken, zum Nachbarn rüber oder in die Alster rein oder so. So, und du hast aber, was für eine Hunderasse ist das? Rhodesian Ridgebacks. Was würdest du mir als alternde Frau mitten in der Stadt, als Ersthund, die schon mit Jagdhunden aufgewachsen ist, aber auf dem Dorf, möchte ich dazu sagen. Und wie sind denn deine jetzigen Wohnverhältnisse? Eine normale Wohnung in der Stadt. Also. Aber ich habe ungefähr 10 Hunde im Haus. Das heißt, ich wäre eine von vielen und alle bellen immer. Und ich brauche was nicht hart und keine Allergie. Ich habe jetzt keine Allergie, aber ich möchte nicht den ganzen Tag immer Haare wegstaubsaugen. Und der muss auf dem Arm tragbar sein und die Köttel dürfen auf dem Arm nur so groß sein. Sein, dass man nicht mit so einem Handschuh in so eine warme, große Labrador-Menge reingreifen muss. Das möchte ich gerne nicht. Ich habe über diese Svetlana Bolonka, wie heißen die? Ja, weiß ich nicht, so ein... Sowas Kleines. So ich würde dir keinen kleinen Hund empfehlen. Mir nicht? Na, das sieht lächerlich aus. Das passt weil ich nicht selber zu dir. So mächtig bin, oder? So, weil ich eher so. Nein, also ich bin ja. Aber mit einem großen Hund durch die Stadt sieht man das Frau mit Hunden, Mensch. Kleinen Hunden sehen scheiße aus. Was ich dir empfehlen würde, das ist auch ein Hund, der wird nicht gerne wird verpönt. Ich würde einen Großpudel empfehlen. Und zwar den nicht so schneiden, so mit Abfreischneiden, Königspudel. Nicht freischneiden, das sind tolle Hunde. Sie wachsen lassen die sie haaren nicht. Mhm. Ja. Ne, sie haaren nicht, sie sind total nett, sind verträglich mit Menschen, mit Hunden. Also ist ein ganz toller Hund. Der wird ja auch stehen, ne? Ja, aber du, das, guck mal, das ist eine Frau, die hat einen großen Hund. Das sieht doch einfach besser aus. Die traut sich was. Ja, das ist eine Frau, die trägt irgendwie so ein... Du weißt, warum das Schoßhund heißt, ne? Ja, ich weiß. Ja, bitte das den lassen. Brauche ich auch nicht. Ja, eben, drum. Drum ist es ja auch Unsinn, in was zu investieren, das man gar nicht braucht. So, ich habe auch Dietmar gefragt, ob er nicht singen möchte. Und er hat gesagt, wenn, dann nur das Niedersachsen-Lied. Und dann habe ich eine Band eingeladen. Das und habe überlegt, wo hätte ich denn mal Bock drauf, wenn wir hier schon so einen schönen Boomer-Abend heute haben. Wo hätte ich denn mal Bock drauf? Und die Band war schon mal da bei uns, auch mit einem ganz tollen Song. Mhm. Uwe mit dem Song Endlich alt! Der andere schnallt sein Gürtel fest und baut sein Nest. Der eine zieht sein Hoodie nicht mehr an. Und der andere schaut nur noch das dritte Programm. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Herzlich willkommen in mir und jetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Jetzt wird dein Platz von der Jugend besetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Jetzt wird dein Platz von der Jugend besetzt. Die Knie am Kopf und trotzdem keine Mütze. Noch Schwung, du willst noch mal auf die Piste. Sipp dein Getränk und fühl dich frei. Drei Tage Koma, dafür warst du dabei. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Herzlich willkommen in mir und jetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Jetzt wird dein Platz von der Jugend besetzt. Es wird weitergehen.
zerknüll die Jeans und pfeif dir noch was rein gegen die Hypertonie. Komm, steig ein in den Multivan. Es geht nicht nur dir so, willkommen in der Gang. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Herzlich willkommen in mir und jetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Jetzt wird dein Platz von der Jugend besetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Herzlich willkommen in mir und jetzt. Es wird weitergehen, du bist endlich alt. Jetzt wird dein Platz von der Jugend besetzt. Es wird weitergehen, du bist. Du bist endlich alt. Es wird weitergehen. Du bist endlich alt. Es wird weitergehen. Du bist endlich alt. Es wird weitergehen. Du bist endlich alt. Dankeschön. Okay, du, ich habe ein paar Themen mitgebracht und würde gerne von euch wissen. Ja. Ich mag das auch sehr, so zu machen und das Glas wieder wegzustellen. Das finde ich auch ganz schön. Das ist auch neu, warte. Ich habe ein paar Themen mitgebracht für euch, für uns, wo man mal sagen kann, macht ihr Kreuzfahrten? Könntest du dir vorstellen, mal auf so ein Kreuzfahrtschiff? Nee, gar nicht? Du auch nicht? Horror. Eher gehe ich in den Knast. Warst du mal? Hast du mal? Ich habe es nie gemacht, aber ich stelle mir das als Horror vor, ja, weil du ja den anderen nicht entkommen kannst. Okay, was machen wir mit den Wölfen? Es gibt wieder Wölfe. Was machen wir damit? Politisch korrekt? Wie handelt man? Es gibt ja schon die Landwirte oder die Pferdezüchter, die sagen, die scheuchen die Pferde auf, die reißen die Fohlen, die der reißen Wolf die Schafe. Sich, ja, der Wolf hat sich in der Shetland Pony Community ein bisschen unbeliebt gemacht. In der seit er das Pony von Uschi von Schleich. Ja, ja, das war. Das 50, 50 Leute haben mit mir gelacht, denn wir sind bei Ihnen. Aber hier hast merkst du bei dir denn keine? Du bist doch. Doch, da gibt's auch. Dein Forsthaus steht ja inmitten von nix. Und hast du mal einen gesehen? Nee, und die kannst du auch nicht sehen. Da musst du, weiß ich, langs auf der Lauer legen. Das ist nämlich genau der Punkt. Die haben selber so gute Sensoren. Ja. Also ich habe mal gehört, dass selbst wenn jetzt Leute mit Hunden kommen, die schon interessieren, weil die als Verwandten erkennen, dass die nur beobachten, sonst machen die gar nichts. Ich finde schon, dass man die Anzahl in einem dicht besiedelten Land, die sind ja nur in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen, aber dass man die begrenzen muss auf irgendeine Weise. Aber irgendeine Form muss man schon. Aber mit 20, war ja auch immer 20 so. Jahren Mensch mit Wolf wieder in Deutschland, kein einziger Verletzter, aber allein 2022 7 Deutsche, die durch Kühe gestorben sind. Da sagen wir ja auch nicht, wir müssen die Kühe entnehmen. Nein, aber die Gefahr durch Menschen ist völlig absurd, da hast du vollkommen recht. Also ich fand super, dass Markus Söder eine ganze Pressekonferenz gegeben hat, dass der Wolf jetzt irgendwie ein Riesenproblem ist. Und 4 Tage später hat er ein Foto von seinem Essen beim Türken gepostet, wo die Hälfte Lammkotelett war. Du bist der Feind des Lammes. SUVs verbieten? Zu ernst? Wollen wir weglassen? Nein, SUV verbieten, völliger Unsinn. Weil? Weil man nicht. Aber in meiner Straße ist kein Platz mehr. Da gehe ich als Fußgänger, dann kommt das Lastenfahrrad, was schon nicht auf den Radweg passt, und dann fährt daneben noch ein SUV. Dann müssen wir die Häuserfront nach hinten setzen. Das könnten wir vielleicht aber machen. Aber man sitzt so schön hoch. Ich liebe das ja auch. Es ist wie Trägerfahren. Ja, also generell sollte man nichts verbieten, bloß weil man selbst der Meinung ist, man braucht es nicht. Weil die sagen, sollen wir übergroße Altstadtwohnungen für Singles verbieten? Sollen wir Kuchenfressen morgens verbieten? Was will man denn alles verbieten? Ja, ist doch alles. Ja, bitte. Ja. Also alles, was andere Menschen haben, ich nicht habe, das kann man verbieten. So sind wir doch. Ja, so, aber so sind wir doch gestrickt. Ich nicht. Alle? Nein. Guck dir die an, wie schlimm die sind. Ja, ja. Ich habe keine SUV. Ich habe keine SUV. Was denkt ihr darüber? Ich mache immer den Vorschlag, weil ich es nicht unwichtig finde, mit 70 Führerschein abgeben. Das wären für dich jetzt noch 4 Jahre. Die Jungs. Also jeder zweite.
jeder zweite SUV fährt in irgendeine Landbäckerei mit seiner Automatik. Das war einer meiner Lieblingsausschnitte ever in der Heute-Show, wo ein Typ von, glaube ich, jenseits der 80 mit seinem SUV in den Eingang eines Friseursalons reingebragt ist, weil er sein ganzes räumliches Sehen war ein bisschen. Und dann kam die Bullerei und hat das aufgenommen und der NDR hat einen Beitrag darüber gemacht und der Ausschnitt, den wir gesendet haben, war, wo der über 80-jährige Opa die Polizisten gefragt hat, kriege ich denn jetzt einen Termin oder nicht? Ich würde mit dir gerne ein Bierdeckelchen und mit dir jetzt auch machen und da oben raufsetzen. Dann bestelle ich mich da nie wieder oben dann, doch, das machen wir jetzt mit der Dreierkombi. Er hat es geschafft, hast du es gesehen. Gut. So willst du nicht sitzen bleiben. Danke. Ich würde jetzt mal so machen, dann ziehst du deine Beine rüber. Ja, das kann ich. Das ist doch ganz schön. Das geht. Und dann komme ich aber wieder. Ich kann auch hier bleiben, ne? Geht das so, Jungs? Ja. Oder ist schwierig? Dann bin ich ein bisschen weg von dir, Dietmar. Das ist jetzt schade. Das ist sehr schade. Er hat sich zwischen uns gedrängt mit seinen verschränkten Armen. Zu spät. Ich möchte meine Fragen haben, dann kann ich auch mal was lesen. Nimm du die ersten, ich nehme die unteren. Wir machen einen Wechsel, ja? Scheiße. Hat dir jemand eine Brille? Her, ich bist du schon mal, ich so, lese hier für die so ist doch schön. Bist du schon mal am Telefon abgezockt worden? Enkeltrick oder was? Ja, ja. nee, noch nicht. Wärst du ein guter Dorfbürgermeister? Ich glaube, du wärst ein super Bürgermeister. Ja, ich wäre ein guter Bürgermeister, aber das Dorf wäre nicht mehr dasselbe. Ne? Aber was willst du denn? Gibt es Hunde, die du richtig doof findest? Ja. Wir hätten gern drei. Drei Hunderassen, die ich richtig doof finde? Ich bin nicht so ein großer Freund von Designerhunden, wie die heute halten. Also ich finde die manchmal ganz süß, diese kleinen, zickigen Teile, die so Spänkchen hier oben drin Nein, haben. Nein, Designerhunde sind, die aus zwei Rassenhunden komponiert werden. Aber sind so gut. Die ganzen Labradoodles und so, die sind doch so niedlich. Also süß ist für mich keine Kategorie, was Hunde anbetrifft. Ja, du bist ein Junge und ich bin ein Mädchen, so ist es halt. Das ist das Problem. Lass mal das bitte. Ich mach die nächste. Würdest du mal gerne richtig gut, wurdest du mal richtig doll beleidigt, sorry? Bestimmt, ja. Glaube schon, ja. Bist du eigentlich bei Insta oder so? Nee. Oh, das ist immer gut. Bist du bei Insta, ja. Weißt du nicht, aber das war gut. Hast du einen Festnetzanschluss, ja. Du bist dran. Wer ist dümmer und oder was? Hä? Wer ist dümmer? Ach, Hund oder Mensch, sorry. Naja, der Mensch natürlich, weil der Hund hat uns seit 40.000 Jahren gezähmt und wir füttern den Idioten und kriegen ihn nicht. Das ist doch wohl schlau. Hast du noch einen? Bist du schon altersmilde, Tier? Oh ja, leider schon, ja. Aber sind wir das nicht alle? Bin ich auch schon. Bist du das auch schon ein bisschen? Dass du manchmal sagst, scheiß drauf. Ich bin einfach müde. Und dann gar nicht wieder aufwachen, bis zum Tod. Du bist immer so ein bisschen müde irgendwie, oder? Ein bisschen müde, genau. Ja. Hier ist auch noch ein schönes. Wen würdest du gerne mit dem Trecker überfahren? Okay, Kinders, das war's. Inas Nacht heute. Ich bedanke mich bei Olli Welke. Wir sind in Hamburg, sagen mal Tschüss. Und Dietmar Wischmeier. Es war mir ein ganz, 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 ganz großes Vergnügen mit euch Jungs. Ich freue mich so, dass ihr Bock hattet, vorbeizukommen. Hat auch nicht jeder. Und jetzt gibt's ein Veterano. In Hamburg nach. Was ist das für ein Anruf? Diesmal, wie der Kanarie.